Willkommen zurück, direkt im Anschluss an die letzte Folge, zur neuen Folge Valheim. Wir wollen weiter das Dorf plündern und ich entmute mich und es geht ab. So, musste kurz die letzte Folge beenden. Hab auch gleich die nächste gestartet. Ist hier überhaupt noch was? Ja, in der Haupthütte. Hier, hast du die zwei Kisten, hast du die zwei Kisten schon geholt hier? Oder die drei Kisten? Ich habe gar keine Kisten geholt. Ich habe nur überall Schwarzmetall, Weizen und die Giftstachel raus. Achtung, da kommt einer mit Fackel. Der steckt dich im Brand. Nice. Hat natürlich auch noch einen Stern. Da drin ist noch ein großer, glaube ich. Nee, nee, das ist ein kleiner mit Schild. Ja. Wir nehmen die ganze Hütte auseinander. Und was Interessantes oben? Nö. Nur ein kleiner Ausguck. Okay. Hier ist noch Flachs. Ja, was mit Neues. Alles schön mitnehmen. Jo, da haben wir alles geplündert. Jo, halt, hier ist eine Kiste noch mit Metall und so weiter. Okay, dann habe ich das vergessen mitzunehmen. Okay. So ein Stachel. Autsch. Was diesen Stacheln kann man wahrscheinlich dann neue Giftpfeile bauen. Nee, nee, das also sind von den Moskitos, die das sind Giftpfeile. Die wir aber hier vorerst nicht brauchen, denn für den Skelettboss brauchen wir Frostpfeile, tatsächlich. Das lohnt sich, das müsste sogar schon mit dem, was wir zu Hause haben, ein zweites Schild und zweimal Stufe 2 oder 3 sein. Wir werden noch weiter suchen. Wir müssen auch noch den Wegvisier finden. Oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. So, wir haben insgesamt 2 Totems und 4 brauchen wir. Okay, das sieht scheiße aus. Wo kommen die Nadeln rein? Irgendwo. Musst du mal gucken. Da musst du mal unsen. Hast du für die überhaupt schon Platz? Ja, ja, irgendwo hab ich die, denke ich mal. Ah, hier oben, dritte von links oben. Da, wo das Luxfell drin ist. Moneten waren. Da, wo ich gerade drin war. Dritte von oben links. Und was Neues, Flachs. Hab ich auch eingesammelt. Das kommt alles erstmal in die Fressalienkisten rein. Junge, stürmt das hier gerade. Wir müssen halt mal gucken, wie wir das Zeug anpflanzen müssen. Die Flachs ist eigentlich eine Wasserpflanze, nicht? Haust es hier oben von rechts dritte rein. Da habe ich meinen auch schon reingemacht. Ganz oben. Ganz oben rechts die dritte. Jupp. Und die Bären. Bären. Ja, die sind auf jeden Fall schon irgendwo dran.
Halt, das war nicht beabsichtigt. Ja. Schönes Wetter hier draußen. Schlafen? Ja, können wir machen. Ich wollte jetzt das Ding anhauen mit Erzen, aber ja. Wir haben ja keine Erze. Da ist mir gerade mein Kaffeebecher umgefallen. Willst du dir da. Du hast ja die Drachenfähigkeit, oder? Wollen wir da mal mit dem Boot, mit dem großen Boot fahren? Das wäre. Wo waren das? Da bei der 2. Nee. Unten, Sumpf, alle ganz unten. Warte mal, welche Portalnummer hat denn das hier? 4. 4. Ich sitz. Hä? Warte mal. Leute, ich hab doch Jaklut schon gefunden. Was? Erster Boss, zweiter Boss, dritter Boss. Ne, warte mal. Erster Boss? Zweiter Boss, dritter Boss, vierter Boss, der fünfte Boss. Ja, ich hab das. Ich hab ein Wegvisier von Jaklus schon gefunden. Ich weiß, wo der Boss ist. Ja, gut, den mache ich aber jetzt garantiert nicht. Ich such grad die 4. Ach, dort. So. Ich hab das Ding so beschissen eingepackt. Wir können 4 mit dem Steuermann, 5, 6, eventuell 7 Mann mitfahren. Ich bin der König der Welt! Es gibt gleich Damage. Mhm. 2,3, das geht noch. Man müsste es, glaube ich, den Steg sogar weiter ins Wasser bauen, dass man mit diesem Boot. Geht nicht weiter. Geht nicht weiter. Wir müssten mit dem Boot eigentlich bloß an die Palisade fahren und dort ein Tor reinbauen. Okay. Okay. Du fährst eh in die falsche Richtung. Wir müssen in diese Richtung fahren. Was, Herr Eick? Ich konnte nur nicht rückwärts wegen dem anderen Schiff. Ich überlege jetzt, wenn ich mit dem kleinen Schiff fahre, welcher wer schneller ist. Ohne, ohne Fähigkeit zu aktivieren. Kleine, definitiv das Kleine. Weil das hier lohnt, oh also das große Schiff lohnt sich nur auf lange Strecken. Das sieht aus, als ob man kacken tut hier, ey. Du kannst dich, glaube ich, auch neben mir setzen. Jemand anderes benutzt, ne? Also. 1, 2, 3, 4, 5, 6, also 7 Mann können hier mitfahren, die sich dann hinsetzen und festhalten können. Und das Ding hat auf beiden Seiten eine Leiter. Oh, ein Traum. Warum aktivierst du nicht Rückenwindfähigkeit?
müsste dafür aufstehen. Außerdem, was bringt's mir jetzt erst, Alk? Ich muss erstmal mit diesem Riesending durch die Meerenge und das mache ich nicht mit. Vollfahrt. Mann, Mann, Mann. Wir hätten vielleicht mal 10 Holz mitnehmen sollen für eine Werkbank zur Not zum Reparieren. Ja. Kannst du ja rausspringen und Holz fahren. Bis ich da bin, bist du eh wieder vor mir da. Ja, weil ich zurückrenne und durchs Portal gehe. Nee, ich meine jetzt hier durch diese. Ich fahre ja hier den Bogen und du kannst einfach geradeaus durchgehen. Vor allem, ich kann mit diesem riesen Schiff nicht weiter rausziehen. Das ist eine Füße. Machst du das jetzt ernsthaft? Ja. Warum nicht? Wir uns dann nur irgendwo treffen. Ja, mach es mal. Hab die 10 Holz. Ich, ja. Ups. Was? Das Schiff ist zu tief. Ich passe ja nicht durch. Ich habe keinen Damage bekommen, will ich anmerken, aber das liegt einfach nur auf Eis. Ja, warte, vielleicht kann ich dich ein bisschen anschubsen. Ich glaube, da ist auch nur dieser eine Stein, oder? Tatsächlich ist hier gar nichts irgendwie. Warte mal. Es ist genau in der Mitte. Da, wo das Grünzeug durchguckt. Keine Ausdauer. Jetzt. Und eben hat sich's ein bisschen bewegt. Und hier immer wieder Wellen auftauchen. Ja, egal. Kommst du irgendwie? Versuch mal zurückzufahren. Ich fahre die ganze Zeit zurück. Bleib mal jetzt so, wie du bist, so bleiben. Nichts machen. Okay. Scheiße, ich habe schon immer noch das Boot. Jetzt müsstest du frei sein normalerweise. Ja. Hat den Stein jetzt zerstört. Oder auch nicht. Wo hänge ich jetzt schon wieder? Warte, ich gucke. Ja, warte.
Wackeln hat geholfen. Ah ja, hier ist noch ein Stein. Ich mach den gleich mal kaputt. Soll ich das gleich nochmal versuchen, wenn alle Steine weg sind? Ob ich schaffe, hier alle Steine wegzumachen, ist die andere Frage. Hier ist noch eine leichte Erhöhung. Andere Frage, glaubst du, ich schaffe die Meerenge rechts rum? Das wäre auch noch eine Idee. Dann fahre ich halt dort dahin, wo ich jetzt gucke? Nee, das schaffst du nicht, das wirst du nicht schaffen. Aber gucke mal, hier links ist leicht tiefes Wasser. Das müsstest du jetzt hinkriegen. Nur das nächste Mal fährst du hier drüben lang. Da ist auf jeden Fall tiefes Wasser. Mhm. Wo bin ich jetzt aufgeditscht? Das war bestimmt noch irgendwas von hier unten, ne? Auf jeden Fall, wir können es dann zur Not reparieren. Schau mal mit dem Hammer, wie viel Damage es schon bekommen hat. Ach, nicht mal ein Drittel runter, nicht mal ein Viertel. Das hat ein bisschen mehr Haltbarkeit. Oh, Darko. Ich sehe ihn, ich muss ihn ja jetzt auch irgendwie kochen. Ey, ich hasse es, ich kann mit diesem Boot nicht rauszoomen. Du musst vorne nicht abschießen, Alk. Doch. Der kriegt gleich Giftschaden. Und ich mach Critical Hits. Du musst mich auf Steine hinweisen. Ich kann mit diesem Boot nicht rauszoomen. Ja, hier wirklich. Ist einer. Ja, den sehe ich ja jetzt auch schon. Oh Gott, das wird was werden, ey. Soll ich versuchen zu fahren? Verabschiede dich vom Boot. Wie geht die Konsole auf Kick? Gibt's den Befehl überhaupt? Ich kann nicht spannen, ja. Kicken weiß ich nicht. Ich weiß. Den werde ich rammen. Ja gut, 6,9. Akzeptabel. Dieses Schiff reagiert noch träger als das bei World of Warships. Das nächste Mal fahren wir den längeren Weg, Darko. Was ist für dich der längere Weg? Außenrum. Um die drei Inseln. Den habe ich noch gar nicht aufgedeckt. Oh oh. Ja, wir setzen gleich auf. Ich meine da vorne, oh oh. Da passe ich niemals durch. Oder? Ich mach mal's voran. Rechts mal ab, ob ich rechts zwischen Baumstamm und Stein durchpasse. Nee. Das tatsächlich nicht. Wenn du ihn wegmotzt? Weil ich. Naja, den Stein wegmachen wird ohne viel bringen. Nein, was habe ich jetzt gesoffen? Oh.
kann ich noch nichts bauen hier. Wow. Achtung, da kommt ein Dingsbums auf dich zu. Nicht, dass das was bringt, wenn ich den kaputt mache. An mit volle Fahrt, also wirklich dritte Stufe versuchen, da durchzurammen. Ja. Weil ich Rückwind hab. Der große, zwischen großen und Boden kommst du definitiv nicht durch. Das kann ich dir gleich versprechen. Das ist zu eng. Gut. Wow, Ike. Wow, Ike. Drehst du gerade ernsthaft um und lässt mich hier? Ich hole dich gleich ab. Boah, ich glaube, mir kackt's. Ey, komm, ich muss hier erstmal rückwärts rausmanövrieren mit diesem fetten Ding. Das dauert ein paar Jährchen. Da bist du halt zu Fuß schneller. Gottes Willen. Hey, ich fahre nur noch rückwärts mit diesem Boot. Das ist viel entspannter als vorwärts. Du willst jetzt die drei Inseln umkreisen? Ja, oder? Weil ich komme nirgendwo hier durch. Und dann würde ich dich da, wo du gerade bist, abholen. Weißt du, wie lange das jetzt dauert? Ich habe keine Ahnung, wie groß die sind, deswegen. Außerdem nicht lange eigentlich. Hättest auch eigentlich theoretisch in der Ebene bleiben können und fahren können. So lange wie das jetzt hier noch dauert. Du hättest ja jetzt einfach nicht ohne mich losfahren brauchen. Ich bin jetzt da. Lieber hierbei. Also ganz ehrlich, ich werde jetzt nicht 20, 30 Minuten warten auf dich. Ich werde. Dauert das echt so lange? Ja. So, du hast keinen Hammer dabei, du. Ne, ich renne zurück zur Base, ich gehe durchs Portal und gehe farmen. In der Ebene. Aber das ist gerade richtig assi, da wird scheißkalt zurückgelassen, also. Einfach komm, ich bin immer noch 10 Meter von dir entfernt. Wow, mit null Ausdauer. Und 10 Meter ist klar. Soll ich jetzt wieder vorfahren, dich wie ein Taxi abholen? Nee, du kannst gern zur Ebene fahren. Ich warte jetzt, bis ich meine Ausdauer habe, schwimme hier rüber, gehe durchs Portal zur Ebene und gut. So,
Ja, da wurde ich eiskalt zurückgelassen und soll warten. Aber nicht mit mir. Ich renne jetzt zur Base und dann gehe ich in die Ebene weiterfahren. Da starte ich auch die nächste Aufnahme. Wenn euch die langweilige Folge ein bisschen gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Könnt Kommentare da lassen. Und ich hoffe, die nächste Aufnahme wird dann spannender. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.